Now we are assuming that your computer is properly installed and ready to go. If not, you will want to use your manual to find the proper installation steps. Willkommen beim SharePoint Podcast 423. So, das sind die Themen, die ich für die heutige Ausgabe des Podcasts vorbereitet habe. Einmal Projekt Cortex, Stand der Dinge. Da wollen wir mal drauf gucken, wie läuft es da gerade. Ich gebe euch einen kurzen Überblick über Microsoft Lists. Das sind so zwei Announcements, die wir von der Bild 2020 bekommen haben. Dann habe ich einen Talk ausgegraben mit der Nicole Enders. Da geht es nochmal um das Thema Teams und Yammer. Wir steigen anschließend noch mal kurz ein bisschen in die Videotechnik ein. Genau. Und zwar möchte ich etwas über das Thema NDI erzählen, mit dem ich hier auch praktisch derzeit arbeite. Wir gucken uns StreamYard an. Das ist die Plattform, die ich jetzt streame, die jetzt gerade ein Problem damit hatte, meinen LinkedIn-Livestream zu streamen, sondern es geht tatsächlich nur über Facebook. Und wir haben noch ein paar Tipps aus der Community und ich kündige noch einen neuen Event an am 5.6. So, das alles rund um das Thema SharePoint Podcasts 423. Ich muss wieder einblenden. Ich muss mal unsere Brand nochmal ein bisschen machen. Wir haben hier auch so einen schönen Überblick nochmal. Das sieht da auch nochmal hübsch aus. Kann ich auch nochmal einblenden. Genau, und dann gucken wir uns jetzt aber mal ganz klar und knall an das Projekt Cortex. Da war ja in letzter Zeit, gab einen großen Hype rund um dieses Projekt Cortex, Thema Wissensmanagement mit Microsoft, Knowledge Management auf der Microsoft 365-Plattform. Big Hype Ende Oktober, Anfang November letzten Jahres auf der Ignite, da wurde es angekündigt. Ich habe dann mal Ich habe im Februar 2020 mal ein Webinar gemacht zu dem Thema Projekt Cortex, die Revolution des Wissensmanagements in der Microsoft-Welt und habe da mal so ein bisschen meine Eindrücke, was man eigentlich berücksichtigen muss, was so die Anforderungen wären und so weiter. Was die Anforderungen wären und das kann man sich immer noch angucken, das ist online. Ich habe hier einen Kurzlink hinterlegt, da könnt ihr euch das bei Bedarf nochmal genauer anschauen, hat vieles davon heute immer noch aktuell Bedeutung. Achtet bei den Bitly-Links immer darauf, dass Groß- und Kleinschreibung da eine Rolle spielt, nur als kleiner Hinweis nochmal. Genau, aber selber ausprobieren konnte ich das Projekt Cortex bisher noch nicht, weil Microsoft hat es immer ein bisschen geheim gehalten, beziehungsweise, es gibt nur einen kleinen ausgewählten Kreis, der ist zwar jetzt immer ein bisschen größer geworden, man konnte sich jetzt schon sozusagen apply for a trial und es gibt jetzt auch schon ein bisschen mehr darum, aber so richtig Neues gab es noch nicht, aber letzte Woche, wie gesagt, auf der Online-Bild, da gab es etwas und ich habe mir dort mal die Vortrag da angeguckt von, wie gesagt, den Gag darf ich jetzt nicht liegen lassen. Dadurch, dass es alles so geheimnisvoll ist, ist es nicht verwunderlich, dass die Protagonistin, die Managerin sozusagen, die das Projekt nach außen hin bei Microsoft betreut, eine Moneypenny heißt. Deshalb ist das wahrscheinlich auch so spannend. Genau, aber Naomi, ganz toller Mensch, war früher mal wie ich MVP und ist seit einigen Jahren bei Microsoft und ist eben diejenige, die den Content, den Hut dafür aufhat für dieses Projekt Cortex bei Microsoft. Und sie hat im Rahmen der Bild eine Session geliefert und die habe ich mir jetzt etwas genauer angeguckt und möchte mit euch mal so die wesentlichen Punkte da durchgehen, um einfach mal zu sagen, was sich da vielleicht entwickelt hat. Und euch einen Einblick zu geben, wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, ich habe das selber noch nicht gesehen in live. Ich verlasse mich jetzt auch darauf, was so vorgestellt wird und gebe einfach mal Kommentare ab, um zu sehen, was dort passiert. Wenn ihr euch den gesamten Vortrag angucken wollt, der ist wieder auch auf YouTube online. Da ist hier der Link, zu dem ihr dann hinspringen solltet. Und entferne ich jetzt mal hier aus meinem Link und dann schauen wir uns mal an, was Naomi in dem Vortrag erkannt hat. So, ich räume erstmal, glaube ich, hier nochmal mein Desktop etwas auf. Das sieht ein bisschen, das verstecken wir mal hier, damit das ein bisschen übersichtlicher wird. So, das ist immer noch der Überblick. Was ist eigentlich nochmal das Projekt Cortex? Nochmal so ganz die beiden Hauptschienen, die im Projekt Cortex drin sind. Das eine auf der linken Seite seht ihr das Incoming Business Content. Das heißt, da steckt eine Möglichkeiten hinter, mithilfe von Künstlicher Intelligenz Modelle zu trainieren, die Formulare, Dokumente und Ähnliches automatisch erkennen, analysieren können und dann quasi die daraus gewonnenen Erkenntnisse als bessere Suchergebnisse,
bessere Metadaten und so weiter zur Verfügung zu stellen. Und auf der anderen Seite ist es halt die Plattform, die das Wissen, was in Office 365 vorhanden ist, besser zusammenstellt, aggregiert und in verschiedenen Formen aufbereitet, damit der Benutzer eine bessere User Experience darüber bekommt. Und das sind die beiden Punkte. Und normalerweise muss man auch sagen, die Build 2020 ist ja im Grunde eine Entwicklerkonferenz. Deshalb waren der Vortrag jetzt auch eher etwas entwicklerlastig. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn man ein bisschen unter die Plattform guckt, dann kommen natürlich ein paar Themen dazu, die, die wirklich einen weiterhelfen. Ein Blick auf die Architektur von Cortex gibt uns nochmal einen guten Hinweis, wie das Ganze aufgebaut ist. Und da hilft jetzt wirklich, sagen wir mal so, die etwas technischere Darstellung. Ganz oben steht drüber, wo findet der Benutzer sozusagen das Wissen? Wo findet das statt? Wo kann er darauf zugreifen? Wie bekommt er das, was Projekt Cortex letztlich im Hintergrund generiert, als Ergebnisse präsentiert? Und da sind die ganz klassischen Anwendungen, mit denen er arbeitet. Das ist ein SharePoint, das ist ein Teams, das ist ein Yammer. Das ist ein Outlook und das sind andere Office 365 oder Microsoft 365 Applikationen und natürlich auch die Microsoft Search, die im Hintergrund läuft. Und über all diese Applikationen bekommt er halt ein entsprechendes, konsistentes User Experience, wie man so schön sagt, und kann mit gleichen Elementen darauf zugreifen. Und was die Elemente sind, hat sich auch nicht viel verändert unter Projekt Cortex. Das sind die Topic Cards, die Topic Pages und das Topic Center. Die Topic Cards, das ist das, was in Outlook beispielsweise, wenn ich auf einen Link klicke, direkt im Outlook als Ergänzung eingeblendet wird, wo dann der Begriff erklärt wird, wo die verschiedenen Zusatzinformationen, wie wer damit arbeitet, bezogene Dokumente angegeben werden. Das ist das, was in den Applikationen aufpoppt. Die Topic Page, das ist die SharePoint-Seite, die genau zu diesem einen Topic erzeugt wird, automatisiert. Quasi so als Art Wikipedia-Seite und auch wenn es keine Wikipedia ist, aber dazu auch entsprechend dargestellt wird. Und das Topic Center, das sind letztlich die Bereiche, wo die verschiedenen einzelnen Topic Pages wie nochmal zusammengefasst werden, um dann themenbezogen die Informationen zusammenzustellen. Wir gucken uns die Slides noch ein bisschen genauer an, aber ich will das einfach jetzt hier nochmal so überblicksmäßig machen. Und dann gibt es die Content Center. Und die Content Center, das ist die Ecken, wo man eine Umgebung hat mit Templates und mit speziellen Tools und Webparts, mit denen man selber Modelle trainieren kann, damit zum Beispiel Formulare automatisiert erkannt werden, Dokumente automatisiert erkannt und analysiert werden können. Und dafür gibt es die Content Center. So, wie macht Projekt Cortex das? Und da sieht man ganz, ganz stark, setzt es natürlich auf den Microsoft Graph. Und dieser Microsoft Graph, der läuft ja im Hintergrund von Microsoft 365. Ich glaube, ich muss hier so eine Kasse einrichten, dass wann immer ich Office 365 sage, ich einen Euro einwerfe oder so. Also der Microsoft Graph reagiert ja auf alles, was in Microsoft 365 passiert. Wenn ich einen Link anklicke, wenn ich an einem Meeting teilnehme, wenn ich in einem Chat in Teams antworte, das sind ja alles Signale, die in den Graph einfließen. Und die praktisch Cortex analysieren kann und darauf Rückschlüsse ziehen kann, was vielleicht für mich interessant ist, wo bestimmte Verbindungen zwischen verschiedenen Informationsendpunkten herrschen und so weiter. Das passiert alles basierend auf dem Microsoft Graph. Und im Hintergrund läuft natürlich dann auch noch das ganze Thema Azure AI, die Künstliche Intelligenz, die Cognitive Services die entsprechend dort vorhanden sind. Und die dann quasi, sagen wir mal, Texterkennung machen, Bilderkennung machen und Ähnliches. Das sind sozusagen die technischen Hintergründe. Und dann hier unten nochmal ganz zum Schluss erklärt, woher bekommt dann Cortex seine Daten? Das ist einmal Microsoft 365. Also wie gesagt, alles, was in 365 drin ist, ist potenziell Basis dafür, Informationen in Cortex zu liefern. Plus die Built-in Intelligence mit den automatisiert generierten Metadaten und Computer Vision und was da im Hintergrund steht, Bilderkennung, Texterkennung und so weiter. Aber auf der linken Seite External Data Sources, deshalb Entwicklerkonferenz, da gibt es auch die Möglichkeit, externe Datenquellen anzubinden, externe Systeme und die quasi über Konnektoren Informationen in das System einfüttern zu lassen. Und das ist so. Und auf der rechten Seite nochmal als weitere Informationen, das, was ich selber über die Projekt Cortex-Modelle, die ich trainiert habe,
die ich dann hilfe mit Maschinenprocessing, also mit automatisierten Formularerkennung oder eben auch über Machine Teaching erkannt habe. So, das ist das, was wir haben. Und jetzt kann ich mal ganz kurz, weil er sich gerade gemeldet hat, hallo Tommy, ich kann das jetzt mal in den Livestream einbinden. Hallo Tommy, toll, dass du da bist, freut mich, Grüße zurück. Und ihr seht, diese Plattform unterstützt so einiges. So, wir gehen weiter und gucken jetzt mal ein bisschen genauer hin. Das wurde jetzt gerade angekündigt, was es derzeit gibt, halt auch so ein bisschen für die Entwickler. Also wie gesagt, derzeit, um Project Cortex zu entwickeln, erweitern, gibt es den Microsoft Graph, das Microsoft Framework, die SPFX Framework, die Erweiterung im Rahmen der Microsoft Search, das, was Azure liefert und natürlich Power Automate. Das sind Bausteine, mit denen derzeit schon im Prinzip Vorstufen für Project Cortex erweitert werden können. Dann Project Cortex Coming Soon, GA, General Availability. Da wurde jetzt angekündigt auf der Bild, das soll jetzt im Sommer kommen, also jetzt irgendwann im Sommer. Das heißt, in den nächsten Monaten, hoffentlich kriegen wir auch einen Sommer, damit es kommt, wird es kommen. Und für die Entwickler wurde eben gesagt, es werden APIs freigegeben. Das ist einmal die Taxonomy API und die Content Type API. Klar, Taxonomy in SharePoint kennen wir alle, das sind die Metadaten. Und Content Types kennen wir auch, das sind die Inhaltstypen, die wir dort haben. Und für beides wird es eine API geben, mit der ich dann als Programmierer darauf zugreifen kann, um Daten reinzupflegen und rauszuholen. Das ist so angekündigt. Und später folgen dann irgendwann im Laufe dieses Jahres vielleicht noch oder Anfang nächsten Jahres, gibt es dann eine Knowledge API, mit der ich dann als Programmierer auf die Ergebnisse von Project Cortex quasi darauf zugreifen kann. Soweit habe ich das jedenfalls verstanden und ich glaube, ich liege da nicht ganz weit fern. So, dann kamen ein paar Folien, die fand ich auch sehr interessant. Content Understanding, das ist ja eins, was, glaube ich, eins der Hauptpunkte ist, was Project Cortex machen soll, was wir noch nicht so gut machen können. Kann es verstehen, wenn ich ein Dokument quasi in meinem SharePoint hochgeladen habe, kann es verstehen, was in diesem Dokument drin ist? Also kann es den Text nicht nur einfach durchzählen, sondern kann es tatsächlich irgendwie verstehen, worum es da geht? Kann es bestimmte Komponenten erkennen? Oder bei Bildern kann es sowas machen? Ja, und da sieht man schon, hier steht ja auch, Informationen aus Dokumenten, Purchase Order, Legal Agreements, Contracts oder Business Proposals automatisch extrahieren. Dafür bietet Project Cortex, wie gesagt, dieses Content Center Template, wo eigentlich sozusagen eine Umgebung geschaffen wird, wo ich meine eigenen Modelle bauen kann, wo ich dann für unstrukturierte Dokumente auch Modelle anlernen kann, testen kann. Und das kann ich dann erweitern, mit Hilfe von Power Automate, später mit der Taxonomy API und natürlich auch mit SharePoint Site Designs, um das entsprechend aufzuflicken. So, das sieht dann praktisch so aus, dass ich natürlich in der Kombination, und da liegt, glaube ich, auch eine Stärke dieses Projekt Cortex, als ich auch zum ersten Mal gesehen habe, fand ich das entsprechend spannend, dass eben hier nicht nur auf Automatisierung und Künstliche Intelligenz im Hintergrund gesetzt wird, sondern hier wird auch auf die Kombination von Mensch und Intelligenz gesetzt. Und insofern gibt es hier verschiedene Stufen, wie man quasi Informationen dort reinbringen kann. Einmal ganz klar manuell, wie bisher auch. Dann eben durch das Thema Document Understanding, in dem quasi Dokumente hochgeladen werden, automatisiert Metadaten hinzugefügt werden oder eben der Enduser auch Metadaten hinzufügt und entsprechende Klassifikationen macht. Dann teilweise automatisiert über die Formularautomatisierung und die Formularerkennung, gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an, oder eben zum Beispiel über Bildern, über eine komplette, vollständige automatisierte AI. Content Center, kurzer Blick darauf, auch nur sieht halt eine eigene Seite, da sind die entsprechenden Bausteine dafür da. Interessantes Tool ist, was jetzt auch gerade in dem Vortrag von Naomi noch mal ein bisschen ausführlicher vorkam und im November letzten Jahres nur ganz kurz angerissen worden ist, ist halt dieses Machine Teaching. Das heißt, ich baue mir ein Modell, packe dort ein paar Basisdokumente rein, lasse einfach mal das Modell drüber laufen und lasse mal Project Cortex erkennen, was es daraus nimmt und schaue mir dann die Ergebnisse an. Und gehe hin und sage, das Ergebnis war gut, das Ergebnis kannst du besser machen, das war falsch. Und
unterstütze das Ganze, lass das Modell wieder laufen und gucke, ob es dann besser geworden ist. Aber also eine Interaktion zwischen Automatisierung und sozusagen menschliche Interaktion, das finde ich eine sehr coole Sache. Wir sehen hier nochmal das klassische Form-Processing, was ja auch schon bisher da war. Hier nochmal in der, ich sag mal, da hat sich jetzt auch nicht viel dran geändert, diese klassische Demo, die es damals schon gab. Ich habe also so ein paar bestimmte Purchase Orders hier, so ein paar Rechnungen, die relativ strukturiert sind. Nehme so 5, 6, 7 Beispielrechnungen, lass das Modell mal drüber laufen, lass es trainieren und das erkennt dann eben die einzelnen Felder, die da drin sind. Ich kann dann sagen, ja, Feld stimmt, Feld nein, stimmt nicht mehr und habe dann quasi diese Erkennungsfunktion automatisch einer Dokumentbibliothek zugeordnet und wenn ich dann neue Dokumente dort hinein sortiere, die praktisch von der gleichen Struktur sind, wird es erkannt und quasi dann automatisch mit organisiert. Das Trainingscenter, und das ist hier mal so ein Beispiel aus diesem Trainingscenter. Wie gesagt, wenn ihr euch das Video von Naomi ankommt, habt ihr noch eine bessere Auflösung. Ich habe das hier einfach nochmal so zusammengesteckt. Hier ist zum Beispiel Legal Document, also ich sag mal, ein Gerichtsurteil oder ein Vertrag zwischen zwei Unternehmen. Und das hat ja so einen Vertrag, der ist ja unstrukturiert im Prinzip. Oder sagen wir mal, ein bisschen strukturiert ist es schon, aber nicht wie ein Formular. In der Regel steht hier oben im Vertrag drin, Auftragnehmer, Auftraggeber oder so weiter. Und was man jetzt machen kann hier ist, man lädt quasi so solche quasi unstrukturierten Dokumente hoch, lässt das Dokument das mal analysieren und dann sagt man sich, okay, ich habe hier die Möglichkeit, mit Hilfe von sogenannten Näherungsmöglichkeiten was einzugeben. Was will ich damit sagen? Also, wenn ich in so einem Vertrag immer habe, hier steht irgendwo Auftraggeber und dahinter steht Auftragnehmer, dann kann ich ihm sagen, pass auf, wenn du in einer Zeile das Wort Auftraggeber findest, dann wird vermutlich in der nächsten Zeile der Name des Auftraggebers stehen. Und wenn du irgendwann eine Zeile findest, wo Auftragnehmer drin steht, dann wirst vermutlich der Zeile dahinter stehen, der Name des Auftragnehmers und vermutlich dahinter dann die Adresse. Und genau das kann ich hier mit solchen Proximity-Geschichten, wie das hier steht, beschreiben und erklären, sodass dann ich das Modell darauf trainieren kann. Dann läuft das, wie man hier im unteren Bereich sieht, einfach nochmal durch. Ich kann dann wieder hier mit Hilfe von Schaltern sagen, ja, gut erkannt, nicht gut erkannt und kann das dann so interaktiv trainieren. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nur ein relativ einfaches Beispiel, aber zeigt schon, was ich auch bei diesem Projekt Cortex so interessant finde, dass man sich eben nicht nur darauf verlässt, Automatisierung reinzupacken, sondern die Möglichkeit hat, hier auch selber Modelle zu trainieren und interaktiv anzulernen, also Machine Learning, nicht nur Machine Learning, sondern eben Machine Teaching ist der richtige Begriff. So, dann Taxonomie war auch ein Begriff, der hier nochmal ausführlich erklärt worden ist. Taxonomie, okay, Metadaten. Seit wann haben wir Metadaten in SharePoint? 2001, seit der ersten Version tatsächlich. Hat jemand Bock gehabt, Metadaten zu erfassen? Nein. Wissen wir alle seit Snowden, dass Metadaten super interessant sind, um gerade Informationen miteinander zu verknüpfen und auszuwerten? Wissen wir auch. Also, eine gute Sache beim Projekt Cortex ist sicherlich, dass das Projekt Cortex genau dieses Thema Metadaten auf eine ganz andere Ebene hebt, nämlich versucht, Metadaten zu erkennen. Deshalb setzt es auf dieses bestehende Metadatenmodell auf. Ja, und zwar einmal natürlich, dass ich Metadaten erzeugen kann und organisieren kann, dass ich mittlerweile auch aus anderen Quellen das in Zukunft importieren kann. Gab es ja auch schon, aber ist auch verbessert worden. Was jetzt hier bei der Bild nochmal vorgestellt worden ist, was vom halben Jahr noch relativ rudimentär war, ist die Administrationsoberfläche und dann eben die Erweiterung später mit Hilfe von der API. Gucken wir uns das mal kurz an. Und auch hier nochmal, wir hatten ja bisher die Metadaten immer in SharePoint drin. Jetzt heißt es, die Metadaten sind coherent across Microsoft 365. Also diese Metadaten sind quasi jetzt Metadaten, eine Taxonomie für alle Informationen, die in Microsoft 365 drin sind. Das ist schon mal sehr schön. Dann habe ich eine Consistent Tagging Experience. Das heißt, wie ich Dokumente und Informationen, Metadaten auszeichne, wird sich über alle Anwendungen, Teams, Yammer und wo immer ich Daten taggen will, kann, möchte, ähnlich verhalten. Dann wird es Enterprise Content Based Terms geben, also Enterprise Content Typen geben, mit denen ich diese Metadaten automatisch verknüpfen kann.
Genau, und das werden wir sehen. Gucken wir uns auch hier nochmal ein paar Screens rein. Insbesondere die Admin-Oberfläche hat sich verbessert. Es gibt ein eigenes Admin-Center dafür, wo ich dann die einzelnen Content-Elemente, die Metadaten mir anschauen kann, sie entsprechend organisieren kann, mit Synonymen ausstatten kann und so weiter und so fort. Einfach mal im Video ein bisschen genauer anschauen. Und natürlich, alles ist immer SharePoint-Seiten. Ne? Also die ganze Oberfläche, sowohl für den End-User im Knowledge Center und den Topics, Pages und so weiter, als auch die Administrationsoberfläche für den Content Management, das ist alles SharePoint. Ne? Man muss keine neue Oberfläche lernen. Gut, hinzu kommen weitere Funktionen, nämlich eine TermStore Analytics. Das gucken wir uns gleich mal an. Dann, wie gesagt, dieses Importmodell, dass ich externe Taxonomien da importieren kann. Die verbesserte User Experience, um Content Types an Dokumenten hinzuzubinden. Dann, was haben wir noch? Content Type Push. Okay, ja, guckt euch das mal separat an. Ich will einfach nur mal hier zeigen. Übrigens, das lief jetzt unter dem Rubrik Premium Features im Projekt Cortex. Es ist ja auch noch, ich sag mal so, zu dem Thema Lizenzierung und wo Cortex-Funktionen eingebunden sein werden und vor allen Dingen, was sie nachher auch kosten werden und wie das abgerechnet wird, das ist, sagen wir mal, ja noch ein bisschen offen. Dieser Teil, der jetzt kam, der lief unter dem Stichwort Premium-Content. Da geht es um die Analyse dessen. Und da kann ich also nicht nur nachschauen, wie einzelne Content-Types benutzt worden sind, sondern ich kann tatsächlich sehen, welche Terms wurden benutzt, wie oft wurden die benutzt, welche Content-Types wurden benutzt. Also als Administrator habe ich einen Einblick da rein, wie quasi mein Knowledge-System genutzt wird und kann dementsprechend Rückschlüsse ziehen und Verbesserungen machen und ähnliches. Also klar, die Daten, die in Office 365 sind, kann man ja von vorn bis hinten entsprechend auswerten. So, dann hier Grafik-API, überblicke ich einfach mal, kommt demnächst. So, dann, was haben wir hier drin? Genau, da ging es auch nochmal, wie wird das Ganze dann dargestellt und aufbereitet? Und da sehen wir uns jetzt nochmal an, da hat sich an der Experience, glaube ich, auch nicht so viel verändert, aber es gibt doch so zwei, drei Dinge, die ich gerne nochmal wissen möchte. Also das war nochmal das ganz Klassische, wie man als Anwender mit Projekt Cortex in Verbindung bekommt. Man hat hier zum Beispiel seine Teams-Chat und man sieht dort einen unterstrichenen Begriff, von dem ich nicht weiß, wie heißt es, Construction Operations Reliability. Und da kann ich draufklicken und bekomme dann diese Topic-Card eingeblendet, in der mir dann quasi diese automatisch generierten Informationen drinstehen, wie eine zusätzliche Erklärung, wie Mitarbeiter, die damit zu tun haben, wie zusätzliche Resources, die damit verbunden sind. Das alles passt da mit rein. Genau, das wird entsprechend, insofern kann ich dort nicht nur die Inhalte finden, sondern ich kann auch Mitarbeiter finden, die damit arbeiten. Und das ist eine Experience, die funktioniert in Outlook so, die funktioniert in der SharePoint-Seite so und so weiter und so fort. Eine Frage, die immer wieder aufkam, ist, wenn diese, ja, okay, diese Daten sind drin, wer kann die sehen? Wie ist denn das ganze Konzept dahinter? Und hier wurde noch mal ein bisschen ausführlicher erklärt, wie, sagen wir mal, das Sicherheits- und das, ja, das Topic-Konzept hinterlegt ist. Also, ich kann als derjenige, der für dieses Netzwerk und für die Topics verantwortlich bin, so als Knowledge Management im Hintergrund, kann man sagen, welche Seiten überhaupt in dieses Netzwerk mit einbezogen werden und die Auswertung mit einbezogen werden. Ich kann Inhalte ausschließen aufgrund von Labels, die ich definiert habe. Ja, ich kann spezielle Topics komplett blockieren und auch Search Settings, die dort hinterlegt sind, können entsprechend beachtet werden. Wie gesagt, nochmal kurz, ich sage mal, es kann sein, das ist das, was Sie jetzt aus dem Vortrag genommen haben. Wie das tatsächlich nachher aussieht, zweites Thema, aber ich nehme das mal einfach so, dass Microsoft in die Richtung arbeitet und auch so funktionieren wird. Visibility, das hatten wir auch schon gehört, dass man es noch hinsichtlich Audience Targeting kann, also nicht nur auf Berechtigung, sondern ich kann auch noch entsprechende Audiences oder Zielgruppen definieren und dementsprechend den Content, der entsprechend angezeigt wird, targeted, wie sagt man eigentlich in Deutschland? Zielführend, auswählen, einschränken, eingrenzen, fokussieren, je nachdem, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, und dann natürlich gibt es auch noch tatsächlich echte Permissions darauf, nämlich wer kann so ein Topic, was online gestellt wird, ist ansehen, wer kann es bestätigen, also sozusagen so ein zweistufiges System wie Freigabe.
Und wer kann es ablehnen? Wer kann so ein Topic erzeugen? Was passiert mit dem gesamten Topic Lifecycle? Das muss man auch sagen. Wie lange läuft das? Kann man verschiedene Topics miteinander mischen? Wann archiviert man was? Wann löscht man was? Und vor allen Dingen, wie kann dieses Topic kuratiert werden? Und da kommen wir auch gleich nochmal zu etwas, Crowdsource kuratieren. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Hier gibt es die Manager, die Knowledge Manager Role im Topic Center. Da bin ich also derjenige, der dafür zuständig ist, in meinem Knowledge Center, was ich betreue, wo ich darauf tue. Das ist nicht alles, sondern das kann man auch wiederum einschränken. Wer vorgeschlagene Topics bestätigen kann, wer die Ausschlussliste machen kann, wer eben eine Heatmap sich anschauen kann. Das heißt, der kann sehen, welche Topics in meinem Center werden besonders häufig benutzt und welche weniger, worum muss ich mich mal kümmern. Und er kann Assigned Content Owner noch hinzufügen. Also das ist dabei. Und natürlich New Topic Everyone. Ich kann zu meinem Knowledge Center neue Topics hinzufügen, die die AI nicht gefunden hat. Und für den Endnutzer sieht das dann ungefähr so aus, wenn er im Knowledge Center ist. Der hat halt hier diese Karten mit den einzelnen Topics zu diesem einzelnen Bereichen. Und auch hier hat sie etwas verwendet, nämlich das Thema Crowdsourcing Feedback. Und das finde ich jetzt auch wieder richtig cool, denn klar, man bekommt bestimmte, als Anwender bekommt man jetzt aufgrund dieser ganzen Restriktionen und Vorschriften und die im Hintergrund stehen, einfach irgendetwas ausgewählt, was quasi diesem Muster entspricht und sozusagen mein Profil ist, nachdem jetzt für mich die Daten bereitgestellt werden. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit hier als Knowledge Manager bestimmte Zusatzinformationen vom Anwender abzufragen über das Crowdsourcing. Ich kann dort nämlich einbinden, ja? Ich kann ihn zum einen sagen, encourage contribution, kann sagen, hey, wenn du was weißt, hier zu diesem Knowledge Center, du kannst hier was hinzufügen und ich gucke an, ob es passt und kann es dann bei Bedarf freigeben. Also man hat eine Möglichkeit, relativ schnell was hinzuzufügen. Dann kann ich hier unten Fragen hinterlegen, simple yes oder no Mechanismen. Ich kann sagen, hey, du hast jetzt diese Seite aufgerufen, ich schlage dir diese Seite vor, passt das für dich, ja oder nein? Du kannst hier unten einfach raufklicken, in den grünen Bereich sagen, ja, passt für mich oder passt nicht für mich und bekomme damit ein Signal, war die Auswahl, die jetzt hier die AI im Hintergrund getroffen hat, richtig oder nicht richtig. Coole Sache. Ich kann aber auch zusätzlich in verschiedene Controlled Number of Questions, verschiedene Zusatzfragen hinterlegen, kann sagen, ja, stimmt das genau, hast du noch weitere Informationen oder irgendwie und kann quasi auch hier nochmal vom Benutzer interaktiv Informationen abholen, die quasi dieses hier nochmal etwas verbessern würden. Also spannende Sache. Genau. Und das ist, finde ich, eine super Sache. Und diese Kombination zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz passt hier eben auch reinzubekommen. So, ich begrüße mal auch, bevor wir jetzt weitergehen, gehe ich mal in die Kommentare rein. Ich begrüße nochmal, jetzt begrüße ich mal den Ansgar. Der hat uns hier gerade mal einen Tipp gegeben, wo man nochmal in dieses Briefeprogramm reinkommen kann. Es soll ja besser werden, Ansgar. Ich hoffe, es wird auch mal besser. Und genau, und auch der Tommy hat gerade nochmal gesagt, er würde gerne etwas selber ausprobieren. Ja, er würde das nicht machen, aber kommt ja. Also, ihr wisst, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt irgendwann auch. Egal. Gut, kommen wir zurück zum Übersicht. Und da sind wir nämlich eigentlich schon am Ende. Ich empfehle euch wirklich mal, das von Naomi, das Video anzuschauen. Übrigens, Naomi ist echt, hat eine super toughen Präsentationsstil. Wenn man sich ja schon in normaler Geschwindigkeit, ich habe mir jetzt heute Morgen nochmal, um mir jetzt nochmal die Informationen in YouTube auf 1,5-facher Geschwindigkeit einzustellen. Das ist richtig spannend. Aber gut, kleiner Tipp am Ende. Hier gibt es, was man mehr wissen will. Microsoft 365 Content Services. Das ist das gesamte Programm, wo alles drin ist. Dann gibt es darunter AKA MS Project Cortex. Das ist die Seite mit dem Projekt Cortex. Und dann gibt es auch mittlerweile schon Trainingsmodelle, Module, wo ich lernen kann, wie ich zum Beispiel Konnektoren erstelle und so weiter. Und übrigens auf der Projekt Cortex-Seite gibt es unten auch noch klickbare Demos, wo ich verschiedene Szenarien tatsächlich Klick für Klick durcharbeiten kann. Die sind jetzt zwar keine Raketenwissenschaft, aber da habt ihr vielleicht nochmal so ein Look and Feel, wie sowas funktionieren kann. Jo, ich sehe, ich bin bei 30 Minuten angelangt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und damit bin ich praktisch an der Stelle durch zum Thema Projekt Cortex. Wie gesagt, super spannend. Die Entwicklung geht dort weiter. Und das, was Microsoft, ich kann jetzt eigentlich auch mal groß hier kommen, gemacht hat, funktioniert super.
Ja, und um einfach mal jetzt den, kurz bevor wir uns die Microsoft listen zu wollen, möchte ich mal die neueste Errungenschaft hier in diesem kleinen Studio vorführen. Das ist nämlich, ich habe aufgeräumt und habe gefunden, ich habe hier irgendwie noch so ein paar Philips Hue-Lampen gehabt und kann jetzt mein Studio hier hinten im Hintergrund in die unterschiedlichsten Farben versetzen. Das ist doch toll, oder? Das ist etwas, was man im Podcast leider nicht hört. Aber ja, da ich das auch noch irgendwie mit dem Stream Deck steuern kann, alles klar. So, wir kommen zum nächsten Punkt heute, den Microsoft Lists. SharePoint-Listen auf Speed habe ich das mal genannt. Auch das wurde jetzt auf der Bild angekündigt. Hier nur ganz kurz, weil ich werde euch gleich zeigen, wo ihr mehr darüber finden könnt. Microsoft List, das ist jetzt nichts komplett Neues. Das ist nämlich die SharePoint-Listen. Nur im Prinzip aus der SharePoint-Zeit rausgezogen, so als eigene App, als eigene Funktion. Und wenn wir uns mal ein bisschen erinnern, wie Anwendungen in früherer Zeit auf SharePoint gebaut worden sind, was dann sozusagen das Backend war, das waren immer Listen, wo Anwendungen einfach Daten reingespeichert haben, reingekippt haben und dann über Webparts oder über, weiß ich was, andere Funktionen die Daten ausgewertet, angezeigt und umgesetzt haben. Und Microsoft, es scheint wohl, war mir jetzt gar nicht so weit, es scheint wohl Drittanbieter-Anwendungen zu nehmen, die auch so auf Listen basieren und wo man dann relativ einfach kleine kleine Workflows oder kleine Projekte bauen kann, kleine Apps bauen kann auf bestehenden Listen. Und Microsoft sagt, das kann man doch mit unseren Listen auch machen. Wir müssen bloß ein besseres UI finden und eine bessere Funktion finden. Und dann bauen wir das mal. Ich sag ja zu deutschem Kaffee. Sorry. So, und das sind jetzt die Microsoft List. Also eigenständige Funktion ist, wie gesagt, basiert auf den SharePoint-Listen, eigene Funktion. Ihr seht schon hier, das sieht alles ein bisschen hübscher aus mit Gestaltungsmöglichkeiten habe ich da. Ich habe auch andere Präsentationsmöglichkeiten. Ich kann mir relativ leicht eine eigene mobile App bauen. Es wird auch eine mobile App dafür geben. Ihr könnt euch das angucken, weil das gerade heute rausgekommen ist. Ich habe das mal ein bisschen ausführlicher beschrieben in der monatlichen Sendung von den Freunden von N-Team. Die machen nämlich schon seit, ich glaube, seit anderthalb Jahren mittlerweile die monatliche Schon-Gewusst-Reihe. Und dort habe ich in der, die ist heute Morgen online gekommen, einfach mal ein bisschen genauer beschrieben, wie das Ganze funktioniert, eine kleine Demo gemacht. Und insofern würde ich euch dann nachher bitten, einfach mal auf diese Seite zu klicken und euch das dann mal dort live anzuschauen. Sehr spannend, ist auch gesagt, ist jetzt irgendwo, kommt demnächst, also wie immer man hört, kommt demnächst. Und die App kommt dann im Winter und ja. Dann muss man mal gucken. Also ich habe das mir mal entsprechend angeschaut. So. Hier nochmal die Listen dazu. Das überspringen wir jetzt auch. Dann wären wir jetzt mal richtig interaktiv. Ich sehe gerade, wenn ich auf meinen Bildschirm schaue, ich habe euch jetzt überhaupt nicht gezeigt, wie das aussieht, weil ich meinen Bildschirm ausgeblendet habe. Deshalb müssen wir ganz kurz nochmal zurückgehen und ich zeige Ihnen nochmal ganz kurz. Also das war das, sorry, ich habe nicht auch meine, ja, man lernt täglich dazu. Das sind also, wie gesagt, nochmal die Übersicht über die Microsoft List, so sieht das aus. Das ist quasi nochmal die hübsche Aufbereitung über die Listen und das war der Link, wo es dann das Video gibt, wo ich ungefähr 10 Minuten lang, wo ich mal durch so eine kleine Demo durchgeklickt bin, um das darzustellen. So. Dann jetzt mal was ganz Praktisches. Spaß mit Bildern habe ich das genannt. Eine Funktion, die in PowerPoint drin ist. Und dazu switche ich mal jetzt weg von der Präsentationsmodus in meinen PowerPoint-Modus um und gehe einfach mal tatsächlich in die PowerPoint-Präsentation rein. Und zwar an die Stelle, wo ich eigentlich was vorbereiten wollte. Jetzt muss ich das mal rauslöschen, weil ich hier schon wieder rumgespielt habe. So, und ihr könnt jetzt sehen, also in meinem PowerPoint ist eine neue Funktion, die hinzugekommen ist. Microsoft hat die schon angekündigt. Und zwar geht es um das Hinzufügen von Bildern. Wenn ich da in Piktogramme gehe, haben wir mittlerweile die Funktion Archivbilder. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Und Microsoft hat ja diese Royalty-Free Pictures ich weiß nicht, wie viele tausend Bilder ergänzt. Und ihr könnt euch jetzt hier aus der Fülle von Bildern lizenzfreie Bilder raussuchen, die ihr einfach in eure Präsentation einbauen könnt. Und ich nehme jetzt einfach mal hier so ein Bild. Mal gucken, was wir für ein Bild nehmen können. Ja, ich nehme dieses Bild hier. Das hatte ich neulich schon mal. Das fand ich sehr hübsch. Füge das einfach mal in meine Präsentation ein und habe jetzt schon mal, diese Designideen kommen jetzt immer, die klicken wir einfach mal weg.
So, und dann gehe ich nochmal auf Einfügen und gehe nochmal auf Einfügen Piktogramme. Und da ist jetzt was Neues entschieden, und zwar ausgeschnittene Personen. Also die Symbole kannt ihr schon, aber jetzt kommen ausgeschnittene Personen hinzu. Und hier bekomme ich freigestellte Personen. Und zwar, ich weiß nicht, 20 verschiedene Personen in allen Varianten, jung, alt, männlich, weiblich, sitzen, stehend, liegend. Und da kann ich mir dann zum Beispiel, nehme ich mir jetzt mal hier Lena. Und ich nehme mal Lena und suche mal, ach, nehme mal Lena, einfach dieses Bild von Lena, und füge es dann in meine Präsentation ein und kann dann quasi hier Lena nehmen und sie dann in mein Bild hier einfach einpacken. Habe dann natürlich auch hier die Möglichkeit, zum Beispiel der Lena einen Schatten hinzuzufügen. Geh weg damit. Und wo ist mein Schatten hier? Voreinstellung, der Schatten wird außen sein, und ich werde den mal etwas dunkler machen, ein bisschen größer machen. So, und fertig ist das Bild. Und wenn ich jetzt in meine Präsentation reingehe, dann habe ich jetzt eine wunderschöne Sache gemacht. Echt cool. Also da könnt ihr euch mal umgucken. Das ist super easy, da quasi auch mal, ja, noch ein paar neue Elemente reinzubekommen. Also, das war PowerPoint. Mal ganz praktisch, das hatte ich gestern gemacht als Demo von dem kleinen Jungen, der da auch drin ist. Genau. So, das war das lustige PowerPoint. Ja, genau. Und jetzt kommt, wenn ich es finde, in meiner Dinge, ein Talk. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Talk, den ich tatsächlich auf dem vorletzten Event, wo wir uns noch alle persönlich treffen konnten, nämlich auf dem SharePoint Saturday in Bremen, der am 29. Februar stattfand. Und da habe ich mit der Nicole Enders ein Gespräch geführt, und da ging es um das Teams und Yammer. Und die Nicole kennt ihr bestimmt, denn sie ist nämlich eine, gehört nämlich zu den Autoren und hat zur Gruppe der Autoren, die tatsächlich noch Bücher schreiben. Das war ein Buch, haben wir auch schon mal im SharePoint-Podcast drüber gesprochen. Genau, und sie hatte auf dem SharePoint Saturday hatte sie einen Vortrag gemacht zum Thema Teams und Yammer. Wie spielt das zusammen? Und das war natürlich auch meine erste Frage. Liebe Nicole, wie spielt Teams und Yammer zusammen? Im Grunde genommen, dass man eine klare Kommunikationsstrategie entwerfen muss. Also es gibt nicht das Patentrezept, dass ich mit Teams und Yammer gleichermaßen zurechtkomme. Es gibt aber auch nicht die Entscheidung, ich kann nur Teams machen und Yammer ist vielleicht dadurch obsolet geworden. Wir diskutieren das mit ganz vielen Kunden. Wir diskutieren das aber auch in-house bei uns, weil wir zum Beispiel, wir haben Yammer bei uns im Einsatz. Teams ist dann so danach gekommen. Wie kann man damit umgehen? Also da ging es mehr um so einen Diskussionscharakter und dass natürlich ein Tool nicht per se die Lösung ist, sondern dass man da wirklich eine Strategie braucht. Also wenn man mal so die Kommunikation von Microsoft und auch so von aus unseren Fachkreisen hört, ist ja mal Teams so die Umgebung für die Projektarbeit, wo ich im Prinzip die Leute, die mit mir im Team arbeiten, eigentlich irgendwie persönlich kenne, während Yammer eher das große Posthorn ist, mit dem ich raus ins Unternehmen pusten kann, alle erreichen kann. Ist das bei euch auch so unterteilt oder läuft das nachher zusammen? Nee, da geht es tatsächlich in die gleiche Richtung. Also Yammer als das Unternehmensnetzwerk, was auch sehr gut bei großen Unternehmen funktioniert, wo man sich gar nicht mehr so persönlich kennt, wo man aber auch mehr in diesem Charakter Wissensmanagement und Zusammenarbeit auf Unternehmensebene so als Fokus hat. Und Teams, Zusammenarbeit mit den Personen, wo ich ganz eng zusammenarbeite, Projektteams. Ich habe aber zum Beispiel auch ein Team für mein wirklich organisatorisches Team, wo wir uns austauschen, wo wir unsere Dailies drüber abhalten, wo wir Workshops veranstalten. Also wirklich eher dieses, Microsoft nennt das, glaube ich, Inner Loop und Outer Loop. Mhm. Also die enge Kopplung an Personen, mit denen man arbeitet, oder die lose Kopplung. Lose wäre halt Yammer wieder. Ja, Yammer ist ja mittlerweile, das neue Yammer heißt es ja, ist ja komplett überarbeitet worden und ist auch komplett in die SharePoint-Plattform eingebaut worden.
es ist auch mittlerweile irgendwie, wird es sehr in Teams eingebunden, ne? Dass man einfach so gar nicht mehr darüber nachdenken muss, wann nutze ich was, sondern wenn ich es brauche, dann klicke ich auf den Knopf und dann ist es einfach da. Hast du das schon gesehen? Ich habe die Ankündigungen gesehen. Ich habe es jetzt noch nicht live ausprobieren können. Ja. Aber das Wesentliche, was ich so als erstes mitgekriegt habe, ist, okay, es sind keine Jammer-Gruppen mehr, sondern man spricht von Communities. Und das ist, finde ich, dieser Charakter, das ist nicht die Projektarbeit, wo man jetzt fest an Dokumenten arbeitet, wo man vielleicht aufgabengetrieben arbeitet, sondern dieses, ich arbeite zusammen an einem Thema, ich beschäftige mich mit was, das ist eher dann der Community-Bereich. Mhm. Die Integration in Teams finde ich auch sehr interessant, weil die natürlich auch ein Risiko mit sich bringt, weil wenn der Anwender nicht mehr weiß, was er denn jetzt wo, wie bereitstellen soll an Informationen oder wo auch eine Information herbekommt, das ist wieder dieses Thema Kommunikationsstrategie. Ich glaube, da sind dann auch die Kommunikationsabteilungen in den Unternehmen gefordert, zusammen mit jemandem, der die Technik eben kennt, zu erarbeiten. Wie gebe ich da so Hilfestellungen? Ja, ist der Anwender nicht sowieso hoffnungslos überfordert? Ich meine, mit den Funktionen, die in Teams sind. Man sieht ja, der Teams-Client wird ja immer mehr aufgeblasen. Da ist im Grunde genommen schon fast so wie ein zweites Outlook geworden. Ich mache den einmal auf und verlasse den ganzen Tag den nicht mehr. Und dann kommt noch Yammer hinzu, was so ähnliche Funktionen hat. Wie schaffst du denn bei deinen Kunden, da Ordnung oder ich sag mal die Komplexität rauszunehmen, sodass die Mitarbeiter dort auch vernünftig mitarbeiten können? Also ich gehe sowieso generell den Projekten gerne über die Use Cases, also wirklich erstmal zu identifizieren, was brauche ich denn in meinem Arbeitsalltag? Also welche Informationen benötige ich, die ich mir so abhole? Was sind aber auch so meine täglichen To-Dos? Was sind aber auch Informationen, die ich ins Unternehmen oder in andere Gruppierungen reintragen möchte? Und da dann zu sagen, okay, wir wissen, es gibt diesen riesen Blumenstrauß, aber fokussiere dich jetzt auf diese drei Dinge und ganz klar auch den Sinn und Zweck dahinter zu verdeutlichen. Mhm. Weil wenn ich jetzt als Mitarbeiter nicht weiß, warum darf ich denn jetzt keinen Planner nutzen, dann werde ich es vielleicht dann doch tun. Dann ist aber, wenn sich jemand anders überlegt hat, Aufgaben werden auf die Art und Weise geregelt. Das geht dann so kontrovers, ne? Und je nach Konstellation oder auch Unternehmensgröße gibt es da einfach gewisse Risiken und wir sagen dann, okay, wir entwerfen eine Strategie. Welche Tools nutze ich für was? Und die anderen Sachen lasse ich außen vor, aber erkläre auch, dass das vielleicht mal irgendwann auf einer Roadmap fürs Unternehmen landet, aber jetzt im ersten Schritt nicht gedacht ist. Ist das eine sehr... So, ja, das war das ein Ausschnitt aus dem Interview mit der Nicole, das vollständige Interview. Das habe ich ja auf YouTube hochgeladen. Das findet ihr unter diesem Link nochmal. Und übrigens begrüße ich jetzt auch die Zuschauer auf LinkedIn. Da gab es ja am Anfang ein kleines Problem und ich konnte das mittlerweile lösen. Also wer auf LinkedIn ist, der wird mich jetzt, der wird uns jetzt auch hier folgen können. Leider jetzt die Hälfte über Projekt Cortex verpasst, aber das Ganze wird ja als Podcast und auf YouTube nochmal hochgeladen. Also da könnt ihr euch das Ganze gerne nochmal komplett anschauen. So, das war jetzt also der Livestream mit das Interview mit der Nicole. NDI. Jetzt wird es ein bisschen technisch, weil ich gerne mal so ein bisschen was zeigen möchte, wie ich hier meine Video-Equipment mittlerweile fürs Livestreaming verbunden habe. Und da ist ein Thema NDI. Wurde auch auf der Bild angekündigt, dass es jetzt NDI in Teams-Integration wird. Insofern wird es uns früher oder später auch beschäftigen. Und deshalb mal einen kurzen Überblick, was man damit machen kann. NDI ist ein, sag ich mal, so, ermöglicht es, dass ich mehrere Videosysteme erkennen und miteinander über IP kommunizieren und viele framegenaue, hochqualifizierte Video- und Audiodateien strömen mit niedriger Latenz in Echtzeit koordinieren, kodieren, senden und empfangen können. Sprich, ich kann über Ethernet, über mein Kabel, über IP oder über Wireless LAN verschiedene NDI-fähige Systeme miteinander verbinden. Das kann eine Kamera sein, das kann ein Ton sein, das können Titelgeneratoren sein. Das Ganze wird auch im Profibereich eingesetzt. Und das Ganze ist relativ latenzfrei. Das Problem ist ja immer, dass wenn ich sowas über Netz übertrage und Ton und Audio separat übertrage, wie kriege ich das wieder synchron oder ähnliches? Und dafür gibt es NDI. Das ist das Protokoll. Das wurde mal von der Firma Newtek entwickelt und steht als kostenfreies, lizenzfreies Software Development Kit zur Verfügung. Das heißt, man kann sich das nehmen und in seine eigene Applikation einbauen. Das habe ich mir mal rübergekopiert. So, und das Ganze herunterladen geht über ndi.tv Tools. Da kann man sich das herunterladen und
In der Regel hat man dann drei Komponenten, mit denen ich auch hier arbeite. Und zwar sind das der NDI Video Monitor auf Mac bzw. der Studio Monitor auf Windows, der Scan-Converter und der Virtual Input. Ja. So, jetzt kommt natürlich die Frage, was hat das alles mit wem zu tun? Der Virtual Input. Was kann man damit machen? Und um es einfach jetzt mal am besten zu zeigen, ist, werden wir einfach mal den Screen hier sharen, beziehungsweise, ja, ich zock mal kurz das Screensharing, erneuere das Screensharing und gebe euch jetzt mal meinen kompletten, genau, wir machen mal den kompletten Bildschirm frei und machen einfach mal hier die Desktop-Symbole weg, damit das also ein bisschen, brauchen wir das Ganze? Nee. Genau, jetzt muss ich bloß mal finden, wo meine Sachen sind. Genau, ja, nee, ich brauche bloß den Studio-Monitor freizugeben. Entschuldigung, das ist jetzt, muss jetzt mal ganz kurz, na komm her, wir sharen nochmal und sharen jetzt mal den, wo ist er denn? Da, den Studio-Monitor. So. Und jetzt wird es lustig, weil jetzt seht ihr nämlich hier im Studio-Monitor plötzlich den mein iPad, den ich hier hochgeladen habe. Ich habe jetzt mein iPad und das kann ich euch zeigen. Das ist hier ist mein iPad. Und auf diesem iPad läuft gerade eine App, die nennt sich NDI Capture. Diese App hier drauf nimmt sozusagen den Screen vom, wo ist es denn hier? Den Screen von meinem iPad und sendet ihn über dieses NDI-Protokoll über WLAN jetzt in mein Netz herein. Und okay, ich muss doch mal eine andere Ansicht nehmen, sorry. Und zwar doch mal das komplette, den gesamten Bildschirm. Müssen wir nochmal teilen. Na komm her. Teilen, so. Und im gesamten Bildschirm, das werde ich jetzt mal groß zeigen, dann sehen wir hier unten, läuft bei mir im Tray ein der sogenannte Virtual Input. Also ich habe auf meinem Windows-Rechner diese NDI-Tools installiert und habe dort einen Typ, das nennt sich virtueller Input. Und diesen virtuellen Input, den sehe ich hier und kann hier auswählen über die verschiedenen Dinge, die jetzt hier rüber streamen. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel mich direkt auf mein Display verbinden und dann zieht ihr mir diese Informationen hier rein und in meinem Studio-Monitor habe ich hier die Möglichkeit, zwischen diesen verschiedenen Dingen zu machen. Ich kann zum Beispiel auf meinem iPhone, wo ich auch eine Kamera habe, kann ich zum Beispiel, da schalten wir mal um auf die iPhone-Kamera und kann blitzschnell euch jetzt einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen und kann quasi jetzt hier meine iPhone-Kamera direkt in diesen Stream einbinden. Also auch die ist über eine App entsprechend verbunden und sendet hier rein. Oder wie gesagt, ich nehme halt von meinem Desktop die entsprechenden Oberflächen ab und sende damit. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter, gar nicht so kompliziert. Man installiert sich, wie gesagt, die Tools, lässt sie die entsprechenden Applikationen dann das Signal senden und stellt es dann quasi über die entsprechenden Fenster hier, wo ist jetzt meine PowerPoint-Präsentation, da entsprechend wieder da. Na, und das seht ihr hier nochmal auf der linken Seite. Ich hatte das ja vorhin schon gezeigt. Und zwar über diese Ansicht. Ich kann also über die Tools auswählen, mit welchem Tool ich mich verbinden will. Über den Studio-Monitor kann ich dann meine Screens, da ich jetzt mittlerweile auf allen Geräten habe, auf den Macs und auf dem Windows-Rechner zu laufen habe, kann ich quasi hier auf anderen Rechnern bestimmte Inhalte laufen lassen und nehme die einfach hier in meine Präsentation mit rein. Das wird in Zukunft, glaube ich, sehr wichtig sein, wenn man in Teams andere Frontends nutzen will, eine andere Kamera einbinden will oder vielleicht Produktionssysteme einbinden will. Und deshalb wird dieses NDI-Protokoll in Teams kommen. Das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Es ist nicht schwierig, das zu installieren und dann zu verwenden. Ich finde es eine super coole Sache. Und ja, ich habe schon mal zwei andere Videos dazu zu dem Setup gemacht.
Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, was ich empfehlen würde derzeit, ist sich, wenn man iOS und ich glaube auch Android-Device hat, zu Nutex in die entsprechenden Stores zu gehen, also in den App Store zu gehen und sich diese beiden Apps NX Camera und NX Capture runterzuladen. Die sind nämlich derzeit kostenfrei und irgendwann wird man die schon gebrauchen können. So, und wie gesagt, auf der Bild wurde das angekündigt, dass das quasi mit eingebunden wird und dass man dann die Möglichkeit hat, auch in Teams eine bessere Einbindung zu haben mit OBS, Wirecast, XSplit, Streamlabs oder wie zum Beispiel auch mit Streamlabs oder anderen Tools. Übrigens mit Skype geht das schon und das funktioniert zum Beispiel mit anderen Software, dass ich dort die NDI-Nutzung in Skype, im klassischen Skype, nutzen kann. Insofern kann ich zum Beispiel mit einer anderen Software auch Skype-Clients als Kontakt hier mit hineinnehmen. So, dann springen wir weiter. Genau, StreamYard ist das, womit ich hier gerade gearbeitet habe. Und ihr seht, da habe ich hier so ein paar Sachen auch schon mit eingebunden. Das wird nochmal ein Thema sein auf einem anderen Event und den würde ich euch dann gerne jetzt mal mit ankündigen. Wo haben wir es? Nämlich den Meet and Stream Event. Da wurde morgen nochmal beschlossen, jetzt tatsächlich einen finalen Termin gefunden am 5.6., das ist ein Freitag von 13 bis 15 Uhr. Da werden Gernot Kühn, mit dem ich auch mal die SharePoint-Sendung schon seit über 6 Jahren zusammen mache, Ragnar Heil, den ihr auch alle kennt, und ich, wir werden eine 2-stündige Event machen und uns mit dem Thema Livestreaming beschäftigen, gerade im Zusammenhang mit Corporate Livestreaming, also mit Live-Events, mit Plattformen wie zum Beispiel StreamYard oder eCam oder OBS und auch mit Formaten, wie man zum Beispiel da einfach weggeht vom klassischen Webinar hin zu anderen Präsentationsformaten. Das wird Meet und Stream sein, das wir am 5.6.2020 machen werden. Den Event werden wir live auf Facebook und LinkedIn machen. Scheint ja mit LinkedIn tatsächlich auch zu funktionieren, wenn es dann funktioniert. Am Ende der heutigen Vorstellung, das war der SharePoint Podcast 423. Ich freue mich natürlich immer gerne über Feedback, allen, die hier mit zugeschaut haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank auch fürs Feedback und ja, ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr gerade sharepointpodcast.de auf den üblichen Podcast-Plattformen abonnieren. Ihr könnt auch gerne den YouTube-Kanal, wo dieses Video natürlich nachher auch archiviert wird, der SharePoint-Community gerne abonnieren und auch da gerne einen Kommentar oder ein Feedback hinterlegen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal sagt Tschüss, der Michael Greth.